Gut. Hallo alle miteinander. Jamael wird jetzt sicherlich ihre aufgeschriebene und super schön vorbereitetes Intro machen, aber ich musste trotzdem vorher reingrätschen. Was geht ab, ihr Pisser? Nein, diesmal habe ich mir nicht gar so viel Mühe gemacht. Joho, Ich sehe, ihr kriegt das sehr gut hin. Ja, wir sind zurück, um doch noch die Fragen zu beantworten. Und genau das machen wir jetzt auch. Und ja, dann. es gibt eine PowerPoint-Präsentation. Dankt mir später. Ich weise allerdings darauf hin, in Wahrheit ist es eine PDF-Datei. Aber gut, aber gut. Du kannst PDFs auch aus PowerPoint Ich exportieren. weiß, aber dann ist es keine PowerPoint-Präsentation mehr. Nun, vom Format her Anyway! nicht. Vom Format her nicht, auch von den Funktionen her nicht. Den PDFs kannst du nicht animieren. Oder Word-Arten. Auch in Word-Arten kannst du. Jedenfalls. Also, ich habe die Fragen ein bisschen vorsortiert, dass es thematisch ein bisschen Sinn macht. Und ich habe die Fragen an den Anfang gestellt, wo ich mir gedacht habe, die sind einfach zu beantworten und die haben wir gleich. Was sie meint ist, sie hat die 10.000 Fragen nach meiner Nummer rausgetan. Ja, weil dich Leute persönlich beleidigen wollen. Gut, ohne Umschweife fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an. Und zwar, schnell beantwortet. Ja, das ist die Kategorie. Schnell beantwortet. Eigentlich geht die Frage an Frosty, aber Frosty ist nicht da, also müssen wir das machen. Welche Regeln, Talente, Zaubern oder Sonderfertigkeiten nerven dich als Spielleiter am meisten? Ich glaube, das können wir völlig problemlos in seiner Abwesenheit beantworten, oder? Wir können einfach mal eine Spracherkennung über all unsere Folgen laufen lassen, nach dem Wort widerlich suchen. Okay, möchte jeder einen Tipp abgeben? Das meiste hat ihn abgefuckt, als ich durch die Erde gegangen bin mit der Hexe. Da hat er sich wirklich drüber aufgeregt. Ich glaube, Reise durchs Erdreich ist generell ein guter Kandidat als Spielleiter, weil viele Hindernisse, die du hast, auch viele Hindernisse in publizierten Abenteuern, basieren irgendwie darauf, dass Spieler irgendwo sind, irgendwo anders hin müssen und da nicht so leicht hinkommen. Und dann einfach mit den Fingern schnippen zu können und zu sagen, haha, holy roh, ich bin da, ist schon relativ hart. Andererseits, du kannst halt kein Metall mitnehmen und das macht diesen Zauber für alle außer dem Geoden relativ wertlos. Nee, aber kommt. Ich glaube, es ist relativ eindeutig Blitzdichtfind und Gardianum, oder? Also das wäre das Erste, was ich gesagt Ja. hätte. So, an die Zuhörer zu Hause und sagt eurer Mutter nicht, dass ich euch das erzählt habe. Ein Dämon mit dem gerade mal 6 ZfB-Stern kostenden Resistenz gegen Antimagie kommt durch jeden Guardianum durch. Just saying. Das habt ihr nicht von mir. Psst. Und das ist ja so eine Regel, irgendwie, dass dich irgendwie die Nachrichtenredaktion wir nicht mit der Regelredaktion verständigt, glaube ich, weil das ist auch Quatsch, irgendwie, finde ich. Also, weil Naja, es macht ja dann den brauchst du die das macht Gardianum ja nicht den mehr. Protektion ist relativ Ja, wertlos. Leute, heute ist aber trotzdem nicht die diskutieren wir über die Regeln-Folge. Das können wir gerne im Anschluss anschieben. Wir bleiben bei der Frage. Ich kann mir gut vorstellen, dass Frosty als Spielleiter am meisten die Zauber stören, die ihn aus dem Spiel rausnehmen. Das sind unter anderem eben Zauber wie der Gardianum oder der Blitz, die seine NSCs irgendwie, naja, unnütz machen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Somnigravis oder so eine Halluzination echt nervig für Frosty sein wird. Ich meine, Ja, also DSA hat ja ein gutes Dutzend an Zaubern, die durch MR gehen und den Typen dann wertlos machen. Sei es Somnigravis, sei es der Paralys, sei es der Zwingtanz, Wingtanz, sei es Imperavi, der Imperavi, sei. Okay, Banbaladin skaliert wenigstens noch. Also Sei es der Höllenpein. Also Es ich mag tut. Seisse SL nicht, wenn, sagen wir mal, Meisterpersonen, die eigentlich mächtig, gefährlich oder sonst was sein sollen, lächerlich gemacht werden. Das finde ich persönlich nicht so schön. Ich weiß ja nicht, mit was für Leuten du spielst, aber mir ist sowas noch nie vorgekommen. Ich weiß nicht, ich finde, es kann schon sehr albern aussehen, wenn es der Endboss zwingtanzt. Moment, 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 Daru, ich erinnere dich an einen Aschepelz. Ja, meine Aschepelzer war ein Ork und dann ist das solche Verdiente aus dem Maul zu kriegen. Das hat mich zu keinem Zeitpunkt abgefuckt. Ja, Ich ich wollte nur meine, sagen. soll der Spielermagier sich doch halt cool fühlen, weil er der Großmeister des. Was war es damals, Omnigravis, oder? Silenzium. Der Ich habe Großmeister den des Silentium ist und den großen, fiesen Ork-Magier gerade gepstet Silentium hat. gerade gepstet hat. Okay, cool, dafür bin ich doch hier. Das will ich doch sehen. Ansonsten kann ich auch irgendwelches Bauern-Gaming betreiben und die Leute auf 500 AP halten, damit sie nichts können. Das stimmt, aber das bricht so ein bisschen mit, wenn etwas als Bedrohung aufgebaut wird, muss es dann wirklich bedrohlich sein oder hat es seinen Zweck schon erfüllt, wenn
das Ganze story-wise an seinem Platz ist. Die Frage ist, wird es als Bedrohung für die Spieler aufgebaut oder als Bedrohung generell? Wenn es als Bedrohung generell aufgebaut wird, können die Spieler hingehen und sagen, haha, Bakterien sind unsere Spezialität und den Typen aus dem Handgelenk wegballern, wenn sie wissen, was sie tun. Okay, wenn es eine Bedrohung für die Spieler sein soll, dann muss man den Typen halt vorher so designen, dass er auch für die Spieler gefährlich ist. Meinst du den Tatsi-Teil? Tatsi-Teil war nicht immer dafür designt, für euch gefährlich zu sein. Tatsi-Teil war dafür designt, cool zu sein. Ich habe noch nicht damit gerechnet, dass ihr zwei davon zum Frühstück frisst. Tatsi-Teil war super süß und ihr habt ihn einfach tot gemacht. Er war super süß und ihr habt ihn einfach tot gemacht. Moment, ich wasche schon meine Hände da in unschuldigem Drachenblut. Zurück zum Thema. Klick mal einmal weiter, denn wir haben tatsächlich eine offizielle Antwort. Aber warte. Ich habe noch eine Antwort aus Versicht. Und da kommt keiner drauf. Blindkampf. Denn Blindkampf macht nicht viel. Und es ist viel zu teuer für das, was es macht. Und es braucht Sinnschärfe 15 oder 12 oder so. Und deswegen 15. Hat das nie einer. Und du läufst aber in super viele Situationen dran und du denkst, oh, dies ist ein interessantes Hindernis für die Spielercharaktere. Oder? Ein unsichtbarer Schruf, habe ich gehabt, okay, erzähl ich gleich. Oder eine Dunkelheitswolke. Oder einfach nur, dass fucking Nacht und Nebel ist. Und dann hast du immer irgend so einen Pisser hinten in der dritten Reihe, der die Hand hebt und sagt, aber Herr Lehrer, ich habe aber Blindkampf. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass ich ein Drittel von Frostys Bahamuts Rufkampagne gespielt habe und das ist nicht wenig. Und ich habe nicht ein einziges Mal sinnvollerweise Blindkampf anwenden können. Weil du nicht mit Boltax im Tag-Team kämpfst. Ich mach die Dunkelheit, du machst den Blindkampf. Das wäre tatsächlich, ich kann eigentlich an dir auch die Dunkelheit machen. Ich kann dir Dunkelheit-Artefakt geben. Zurück zum Thema. Also das hatte ich einmal. Unsichtbarer Schruf. Krittet ja. Nummer 1 den Ritter, packt ihn sich und er sagt, haha, macht mir gar nichts, jetzt bin ich auf DKN, das heißt, es gibt aus Maul und zieht die rondrängeweite Ochsenherde raus. Moment, ich hab noch nie so schnell einen Dreigehörnen verloren. Das ist nicht ganz richtig, davor hatte ich ihn noch geblendet. Ja, aber das war relativ egal. Leute, es geht um eine andere Runde gerade. Ja. Sehen wir uns an, was Frosty sagt. Blitzlichtfindung Alianum gegen Dämonen. Ich darf dann immer die gleichen Manöver, komme ich mit Abwechslung, immer wieder was Neues. Nicht viel kreative Lösung, keine einfache. Aber da musst du gerne mal zu Ulysses gehen und Thomas Rimmer aufs Maul halten, weil fast alle Manöver außer Fitte Blödsinn sind. Ist doch so. Guck mal ins WDS. Guck ins WDS. Geh den gesamten Manöverbaum durch, die aktiven Manöver. Und sag mir, welche davon wirklich besser sind als einfach ein äquivalenter Wuchtschlag oder Finte. Und da findest du vielleicht zwei. Der Betäubungsschlag ist nicht dabei. Ey, Betäubungsschlag kann richtig geil sein. Ja, kann. Ich finde, weißt du Parade, wenn eine hohe Parade wird das? Ja, okay. But? Ja, was machst du mit der Meisterparade? Aber defensiv verteilt sein macht Kämpfe wieder auf andere Art und Weise kaputt, weil sich alles ewig zieht. Und was machst du mit der Meisterparade? Du holst dir Punkte für die folgenden Wurfschlag oder Finte. Richtig. So. Ja, im Grunde, was du mit defensivem Kampfstil machst, ist du entweder du bist halt nicht zum Kämpfen da, du willst einfach nur überleben. In diesem Fall, ja, okay, fine. Oder alles, was du machst, ist deine offensiven Aktionen eine halbe Runde nach hinten ziehen, weil du erstmal ein Parademanöver machst, um damit deine Offensive zu verbessern. Aber ich würde sagen, wenn das Frostys Position ist, dann können wir uns bei Dimiona echt ziemlich auf die Schulter klopfen, weil ich finde, wir haben sie auf die maximal komplizierte und kompetente Art und Weise ausgeschaltet. Weil wir hätten noch irgendwie ihren Leibdiener durch einen Schruf ersetzen. Doch einen Quetzlinger ersetzen. Ich würde speziell nicht Quetzlinger sagen. Das ist ja eine völlig neue Idee. Man kann dem Schruf das Talent Tarnung geben. Wollen wir nächste Frage machen? Oder hat noch jemand was? Okay, sehen wir uns die nächste Frage an. Verwendet ihr Zeitanhalten, Selbststudium und Lehrmeister beim Steigern? Warte, das kann ich umfangreich beantworten. Die kurze Antwort ist nein. Die lange Antwort ist nein. Seriously, wer das macht, hat entweder den Knall nicht gehört oder spielt von eigenen Gnaden. Ja, Lehrmeister benutzen wir eigentlich schon irgendwie. Ja, also das Schiff irgendwie oder uns selber. Halt. Okay, ich meine jetzt im Komplex der eigentlichen Steigerungsregeln, wo der Lehrmeister dann halt macht, dass du schneller lernst und so weiter. Ich erkläre einfach mal für die Zuschauer, die es nicht wissen, wie das bei uns funktioniert. Zwischen den Sitzungen kann man an Talent um 3 Punkte steigern. Nach Spalte Selbststeigerung, ganz normal. Nach Spalte gegenseitiges Lernen, das ist wichtig. Wenn ein Lehrmeister da ist, das kann ein Spieler sein, das kann ein NSC sein, der die Werte entsprechend hat, darf man per Lehrmeister steigern. Punkt. Der zählt. Mit Zeitanhalten rumzurechnen, das macht keinen Sinn. Zum einen macht es von der Logik her keinen Sinn, weil du nimmst dich genau selbst aus irgendwie dem Abenteuergeschehen raus, obwohl eigentlich super wichtige Dinge passieren müssten. Oder auf der Kehrseite, du kannst nie steigern, weil super wichtige Dinge passieren und keine Zeit zum Lernen hast.
Das ist bei Magier noch ein Problem. Beim Studium von Büchern gibt es dann bestimmte Angaben, wann man das Buch durch hat und nach welchen Zeiteinheiten man Proben machen muss. Das ist auch Quatsch und so. Ja, sagen wir so, es macht einfach keinen Spaß. Und was vielleicht noch erwähnenswert ist, wir haben durch die Mannschaft auf unserem Schiff, da sind ja viele NSCs drauf, die durchaus was können, haben wir Lehrmeister bis 10 für ganz viele Sachen. Jo. Wobei ganz viele Sachen bis 10 auch nicht so teuer zu steigern sind. Ich habe immer noch nicht Hauswirtschaft gesteigert. Bei körperlichen Sachen ist das schon interessant irgendwo. Also wenn okay, du hast recht, körperliche Sachen in irgendwie auf Spalte D laufen. Nächste Frage? Ja. Ich glaube, hierzu gibt es nicht viel mehr zu sagen. Frage ist beantwortet. Das ist eigentlich ein Thema, ist gegessen. Dann von nochmal Feusund. Fossin? Wie spricht man das aus? Egal. An Schoko, der leider nicht hier ist. Wie machst du das mit dem Aufstufen beim schwarzen Fell, wenn der Effekt nicht an den LKP-Stern hängt? Das ist einfach, er stuft nicht auf. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Ja, und also insgesamt, ich habe das Gefühl, die Frage auch nicht so ganz zu verstehen, weil, okay, wenn der Effekt von der Liturgie nicht an den LKP-Stern hängt, naja gut, vielleicht möchte ich die Dauer der Liturgie aufstufen oder so. Naja, aber das ist ja in dem Sinn kein Problem. Der Effekt steigt ja immer automatisch mit. Genau. Sollte er jemals auf den Gedanken kommen, das zu wollen, würden wir einfach mal kurz vorne im LL in die Tabelle reinschauen und dann die nächsthöhere Stufe von dem ausnehmen, was es eigentlich ist. Kann man Schwarzfeld aufstufen auf mehrere Personen, dann würde es vielleicht sich lohnen, aber sonst glaube ich nicht irgendwie. Man kann vielleicht, gib mir eine Sekunde, ich schaue das nach. Wir schauen direkt ins schwarze Fell rein. Stimmt, so war die Frage. SCHW. Oh nein, der ist hier nicht drin? Wahrscheinlich ein Wege der Götter, oder? Nein, es ist auf keinen Fall die heißt, der die heißt anders. Das schwarze Fell und das rote Blut oder so? Ja, sie haben das unter D einsortiert, weil das. Danke, lieber Leerzeichenmacher. So, das Ziel ist G, also der Geweihte selbst. Er könnte. Die Reichweite ist auch selbst. Er könnte die Reichweite einmal aufstufen, selbst auf Berührung. Dabei ändert sich das Ziel dann automatisch von G, die Gewalte, auf P, die Person, die Einzelperson. Und dann könnte er noch in der Kategorie Ziel aufstufen, nämlich dann von P auf PP, was bis zu 10 Leute wären. Das macht keinen Sinn. Das wäre dann eine Grad 4 Liturgie. Ja gut, ist denn permanenter LKP? Nein, permanenter ist der 5. Nein, Grad 4 ist okay. Also das würde sich ja lohnen, wenn du einen hohen LKP-Wert hast, so wie... Um aber zurück zur Frage zu kommen, die Antwort ist, er stuft einfach nicht auf. Und was passieren würde, wenn, können wir höchstens erraten. Gut, dann nächste Frage. Nochmal, ich werde es einfach nicht mehr aussprechen. An mich, oh, seht ihr? Wie ist Janan doppelt geweihter geworden, Fex und Prios? Roots is written, bekommt man dann ja kein neues Karma mehr vom ersten Gott. Cheaten. Cheaten ist die kurze Antwort. Janan gehört zur Richtersekte. Das ist ein seltsamer maraskanischer Glaubenszweig, die Fex und Prios so als Richter des Tages und Richter der Nacht ansehen und mehr so als Mischmasch einer Gottheit anbeten. Gemacht haben wir das ganz einfach. Ich habe ein paar Fex-Liturgien bekommen und meinen Moralkodex geändert und meine Mirakel-Plus- und Minus-Talente. Und das war's. So, du hast recht, Roots is written ist das mal so gar nicht drin und ihr solltet dies zu Hause nicht nachmachen, ohne mit euren Spielern gesprochen zu haben. Das war auch nicht meine Idee. Das Frosty kam irgendwann damit an. Ich habe gesagt, ja geil, machen wir. Er kam gar nicht mit dieser Idee an. Er kam mit irgendwas mit der goldenen Hand kam er an und dann kamen wir da irgendwie drauf. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie genau. Das Aber Problem war, dass ihm Xeran irgendwie zu lasch erschien und deswegen hat er dich gefragt, ob es okay wäre, wenn Xeran Yalan die Hand abnimmt. Probably. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war Yalan aber schon im Kittchen, so verdient. Und dann haben wir diese Richtersekte entdeckt und das hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Right. Außer noch mal eine Spieldatei angerissen zu Hause. Ihr solltet eure Spieler immer erst fragen, bevor ihr ihren Kampfcharakteren irgendwie die dominante Hand wegnehmt. Sie könnten sonst ein bisschen miffed sein. Ein klitzekleines bisschen. Also das ist schon strange irgendwie, weil Fex und Preis sind irgendwie wie völlig gegensätzliche Studien da und so. Vielleicht auch Maraskan. Ja, Maraskan ist einfach bescheuert. Fex hat ja auch nicht als der Diebes- und Händlergott angefangen, sondern als der Virtöten-Echsengott. Richtig.
bei den Echsen oder bei den und ich glaube von daher ist er so den Maraskan angewandert. Und Preuers war halt der im Tage recht spricht und Pex ist dann der Nacht recht spricht, wo halt die eigentlichen Richter dich nicht kriegen. Aber wer darüber mehr wissen möchte, kann ja gerne die Folgen nochmal hören. Jalan philosophieren an einer oder anderen Stelle darüber. Interessanterweise hat auch Midas Preios Karma bekommen. Stimmt, im Rahmen der Quanions-Quest, da haben ja sogar die Magier welches gekriegt. Es geht ja auch um Horasreich. Abspaltung, oder was ist das? Abspaltung? Teilströmungen der Preios-Kirche, die sich auch überlegen, ob man das mit der Lichtmagie nicht vielleicht doch mal als Preios-gefällig ansehen sollte. Am Ende bist du in einem Abenteurerspiel, wo du halt Abenteurer spielst und die Abenteuer erleben und wo Magie halt einen relativ großen Stellenwert hat, bei allen Beteuerungen, dass DSA ja eher Low Magic sein soll, bist du immer auf einem schweren Stand, wenn du halt einen sehr Hardcore, ich möchte keine Magie-Gott hast. Vor allem, wenn er eigentlich mit anderen, eigentlich interessanten Aspekten zusammengemischt ist. Aber whatever. Ich glaube, wir sind fertig. Ihr habt da nicht viel zu sagen, oder? Nein, nicht wirklich. Okay, schauen wir auf die nächste Frage. Wir sind mit den schnellen Fragen durch. Seht ihr? Schnelle Fragen, schnell beantwortet. So semi. Psst, Ruhe auf den billigen Rängen. Niemals. Für Kampagne und Persönliches. Untertitel ist, glaube ich, eine Schriftgröße kleiner, kann das sein? Mehrere. Gehen wir rein. Erste Frage von Grimjan Brennachas. Anchas. Novadi, right? Brenn? Durodun, oder im Norden. Brenn ist irgendwie aus dem Norden. Oh, du hast recht. Brenn ist aus dem Norden. Ben ist bei der Novadi. Hasraval Ben Jakoban. Bei allen Widrigkeiten wäre es nicht doch komfortabler, mit einer Dämonenarche zu reisen? Ja, prinzipiell schon. Sie ist potenziell tödlich, weil sie probiert dich umzubringen. Also insofern. Selbst wenn sie dich nicht umbringt, nehmen wir an, du hast das Ding 100% unter Kontrolle. I don't think so. Ich glaube nicht. Ich denke, die riecht übel. Alles ist voller Käfer. Du weißt nicht, was für wirde Dinge darin noch leben, die du noch gar nicht gesehen hast. Du weißt nicht, wann Darian Polygon wieder irgendwie Trara macht und das Ding einfach mit dir drin irgendwo hin abzischt. Und du kannst nirgendwo vernünftig anlegen. Du kannst nicht mal 10 Meilen vor Perikumbeilung Kunchon whatever ablegen und dann mit einer Schaluppe an Land gehen, denn du bist immer noch 10 Meilen vor Kunchon und du wirst garantiert gesehen, denn du bist riesig. Und vor Beilung geht es doch sowieso nicht wegen dem Interdiktum. Naja, deswegen ja vor Beilung. Ich meine, wir könnten dann Snake spielen und andere Schiffe fressen, das wäre schon ziemlich unterhaltsam. Aber dann hätten wir auch wieder die ganzen moralischen Konflikte am Hals. Das Problem ist vor allen Dingen, du bist immer ein Unrecht, die mir gebunden wird ja an die Blutige See, weil sonst kannst du den nicht auftanken. Ja, aber das ist ja ein großes Problem. Unser Trip nach Al-Anfa wäre schwierig geworden mit einer Dämonenache, oder? Wir hatten das doch nochmal durchgerechnet. Al-Anfa wäre nicht drin gewesen. Und wir sind ja sogar noch weiter nach Süden, das wäre nicht gegangen. Beziehungsweise wir wären hingekommen, aber nicht wieder zurück. Außerdem hättet ihr dann Boltax verloren. Aber die Zuschauerschaft, denn das wäre einhergegangen. Bleiben wir beim Thema. Haben wir noch was zum Thema? Dann, ja. Ich glaube, das ist am Ende des Tages eine Gewissensfrage. Schau mal. Wir hatten tatsächlich, bevor wir im Bahamuts Ruf gestartet sind, darüber nachgedacht, ob wir gerne eine Dämonenache hätten. Aber wir haben dann letztlich entschieden, dass man das einfach schon gesehen hat onscreen. Und klar, wir hätten noch ein bisschen was Neues machen können, aber naja, am Ende wäre es womöglich repetitiv geworden und das wäre schade gewesen. Mir als Power-Gamer ist repetitiv oder nicht ja egal, aber ich habe ja meine Gründe gegen die Monarchen vorgebracht. Es ist einfach, es lohnt nicht. Gut, weiter. Schauen wir mal, was noch irgendwo im Sack ist. Murmurax. An alle, welchen Charakter aus der Vergangenheit würdet ihr gern wiedersehen? Frosty ruft auf dem Hintergrund Iserun, kleiner als 3. So, er möchte Iserun weniger als 3-mal wiedersehen, schätze ich. Das kann ich nachvollziehen. Das heißt nicht umsonst Schwert und Stern. Wer will anfangen? Also, ich weiß nicht, ich finde, Iserun ist schon mal keine so schlechte Wahl, aber ich weiß nicht, ob Iserun mit der heutigen Gruppe noch gut zusammenpassen würde. Also, vielleicht lieber nicht, aber Iserun war toll, ja. Wäre Iserun noch hier, wäre Jalan noch am Leben.
Jedenfalls. Welchen Charakter würde ich gern wiedersehen? Oh, nicht Torgosch. Darüber sprechen. Oh, wie konnte ich ihn vergessen? Eldan Gorbas. Oh ja, Eldan Gorbas ist immer gut. Auch wenn es natürlich einer von Chocos Comic Relief Charakter. Den haben wir ihn wieder getroffen, insofern. Wir treffen ihn immer wieder, das ist wahr. Ansonsten... Ich weiß auch nicht, ob es auf Spielercharaktere beschränkt ist. Also ich denke, hier könnten wir noch NSCs nennen. Bleiben wir erstmal Spielercharaktere und klemmen die NSCs hinten dran. Ich würde Jalan gern wiedersehen, aber das wird nicht passieren. Ich würde Midas gern wiedersehen. Der Zeta-Spielercharakter. Er wurde gespielt. Stimmt, ich habe ihn offiziell... Midas ist cool. Und ich meine, wir haben ihn zwar gerade erst wieder gesehen, aber es wäre cool, wenn er auch weiter nochmal vorkommt. Also lieber Midas als Boltax, ganz ehrlich. Hey, Boltax ist super. Hat sonst noch jemand Spielercharaktere aus der Vergangenheit? So viele sind es nicht, wenn man drüber nachdenkt. Kiaras, auf jeden Fall. Ich war total happy, dass wir Kiaras getroffen vergessen. Es war super. Es war schön, dass Zulamin und Kiaras sich mal begegnet sind. Und es war auch eine sehr schöne Szene, wie Jalan Kiaras dann nach dem Fest doch noch nachgelaufen ist. Der hat noch eine Wucht verdient, der Mann. Wenn er eines Tages zurückkommt. Ich finde Kronox Charakter könnten wir noch häufiger sehen, denn ich fand die Interaktion mit Boltax und ihm wundervoll. Hatte man es Travigor? Travigor? Ja. Auch er hat mehrfach stattgefunden im Bahamuts Ruf. Ja, als Gastcharakter. Ja, gut. Aber ich glaube, das ist die perfekte Überleitung zu NSCs. Ja, in der Tat. Leonardo, ganz oben bei mir. Haben wir den jemals getroffen? Ja. Ja. Irgendwie 3 Folgen am Stück und dann nie wieder, oder? Als ihr immer verloren habt, da war Leonardo da. Ja, immer nicht verloren. Immer hat sich selbst verloren. Ich mochte Paul Berra. Er hat sich mit dem Splitter aus dem Staub gemacht. Stimmt. Der hat mir war er sogar vergleichsweise höflich. Der hat einen toten Dinosaurier wiederbelebt und ist damit in den Sonnenuntergang geritten. Ich meine, das ist schon mega episch. Ich hoffe, er kommt nochmal wieder. Ich habe den Verdacht, dass es nur unser Headcanon ist, aber das ist völlig okay. Paul Berra ist auf einem Dinosaurier in den Sonnenuntergang. Ich schulde ihm noch eine gebrochene Hand. Paul Berra, meine ich. Außerdem, ja, ich denke dann nicht, dass das passieren wird. Außerdem, als NSC würde ich gerne eine Person wiedersehen, die in der Backstory von Abelmir und Rafim stattgefunden hat. Und zwar die einzige neben den beiden Überlebende. Inara Sentenza. Warum weißt du sowas? Weil es mein Java. Naja. Genau. Ja, okay. Und Jeff ist ja leider gestorben, beziehungsweise in einen riesigen Troll eingegangen. Den werden wir wohl nicht wiedersehen. Aber Inara Sentenza, es wäre zumindest cool zu wissen, was am Ende aus ihr geworden ist. Wobei es auch ein bisschen cool ist, dass das irgendwie offen geblieben ist. So als der eine NSC aus dieser Gruppe, wo man nicht weiß, hat sie es jetzt geschafft oder nicht. Ich würde gern Hafax nochmal treffen vor dem Ende. Das werden wir bestimmt. Mir fallen unsere Zwerge ein aus den Bergen, aus diesem einen Stream. Ich glaube, die haben es nicht geschafft. Ich glaube auch nicht, dass die geschafft haben. Aber die waren lustig. Als der Alagrim befreit wurde, das genau. Meint ihr, oder? Genau. Ja, die haben es definitiv nicht geschafft. Die waren Feuer und Flamme. Die sind jetzt Zwergenkohle. Ja, untote Zwerge vielleicht. Der Treuminister, der war super. Nein, nicht. Der Treuminister war einmal lustig und dann nie wieder. Ich mochte ihn. Der Treuminister rangiert schon im selben Level an Wiedersehen wollen wie die Lachshexe. Ich mochte Leatmon. Leatmon können wir nochmal wieder treffen. Wie ist denn nochmal dieser oberste Namenlosgeweihte, der auf fremden Altären hat? Sadik von Volterach! Ja. Den könnten wir auch nochmal treffen. Du gehört, er hat ein Geschenk für uns. Einen Purpurblitz. Ich hätte gerne, dass Kanizitiana nochmal irgendwie eine Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass ich ihn irgendwie großartig onscreen sehen möchte, aber vielleicht irgendwie, dass er uns mal völlig überraschend mit einem Brief oder so aushilft. Ich glaube, das fände ich ganz cool. Und wir haben die Möglichkeit, ihn zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu erreichen. Ja. Und er hat die Möglichkeit, uns zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu antworten. Ja, ich weiß nicht, vielleicht einfach irgendwann, wenn es mal passt und vielleicht auch so aus eigenem Antrieb, also so von seiner Seite her. Denn, also ich war am Ende eigentlich ganz froh, wie das mit ihm ausgegangen ist. Ich weiß, es fanden nicht alle so optimal, aber
Ich bin eigentlich ganz happy damit, wie er von Bord gegangen ist. Es war irgendwie noch, sehr cool, als irgendwie in einer Nacht drei Leute ankamen. Ich muss noch mit Kanizidianer reden. Ich will noch mit Kanizidianer reden. Ich muss ihn noch umbringen. Genau. Versucht hat er. Das war super. Ich würde ansonsten gerne noch mal den Autor vom aventurischen Boten treffen. Der ist immer ganz lustig. Der da in der Wildermark rumgelaufen ist, oder? Genau. Dem wir Interviews gegeben haben. Sehe ich jetzt nicht, glaube, so, oder der hat er nachher doch nur Scheiße geschrieben, aber gut. Ich glaube, der ist mittlerweile gestorben. Und zwar, von dem gab es Artikel im aventurischen Boten. Und ich glaube, Arngrim von Ehrenstein hat ihn am Ende gekriegt oder so. Oh, von Arngrim gekriegt zu werden, ist schon eine Schande. Es ist fast so schlimm, wie von Kiseran gekriegt zu werden. Moment, ja, das sind schon die beiden Dullies, oder? Ja. Beim Thema Dullies. Machen wir weiter? Machen wir weiter. Von Nona-0xp an Tsunamin. Warum gerade an Tsunamin? Egal. Was sind deine Top 3 sympathischsten und Top 3 unsympathischsten NSCs, denen ihr vor einer langen Reise begegnet seid? Wie gut sich das angliedert? Fast so, als hätte jemand diese Fragen sortiert. Nona hat, glaube ich, für jeden von uns eine persönliche Frage geschrieben. Oder zumindest einige. Ich weiß nicht mehr, ob für alle. Top 3 sympathischsten und unsympathischsten. Also bei den unsympathischsten ist die Auswahl natürlich sehr, sehr groß. Aber meine Nummer 1 wird immer Leonida von Bugenholz-Zirnstein bleiben. Hey. Sag ich, Jana nicht unter der Erde ist. Hast du hier gar nichts zu sagen. Leonida ist so schrecklich, weil sie macht allen das Leben zur Hölle und ich glaube, inklusive ihr selbst. Also Boltax ist gut mit ihr ausgekommen und sie ist gut mit Boltax ausgekommen. Das ist auch mit ihr gut in ausgekommen, Kopf. Den Umständen entsprechend. Okay. Ich sag da mal nichts zu, okay? Ja, sie haben zwei Kinder. Wie schlecht kann das schon gelaufen sein? Wenn jetzt jemand meine Eltern erwähnt, ich schwöre, ich kick euch aus dem Kanal. Die müssen irgendwie von dir sein, die Kinder, oder? doch, wissen sie, Travia sorgt dafür schon. Mhm. Wir alle wissen, Jana ist ein sehr Travia-gläubiger Mann. Sie auch? Ja! Travia. Sie ist eine Travia-gläubige Frau. Wie man das geht mit Travia, aber geht. Nein, ich Travia mit euch und jetzt verpisst euch, so war es. Genau. Das war schon eine Glanzstunde von Jana, muss man sagen. Aber, Jembail, beantworte die Frage. Also Leonida ist die unsympathischste. Bei solchen Fragen läuft man, glaube ich, immer Gefahr, dass man irgendwie nur die letzten NSCs im Kopf hat, denn man weiß ja, Spieler haben ein kurzes Gedächtnis. Sollten wir uns die Tokens aus dem Map-Tool ziehen und eine Sympathie-Tierlist machen? Oh ja, ich glaube, das könnte sehr umfangreich werden. Ich habe gehört, dass der neue harte YouTube-Content heutzutage. Tierlists? Ja. Magistra Kohlraab war zuletzt noch sehr unsympathisch und ich glaube, Kelbara ist uns allen auf den Keks gegangen. Aber das ergibt eine relativ deprimierende Frauenquote, oder? Lass mich mal überlegen, ob... Ja, Mann! Frauen in Führungsposition! Gut, sie führen nur die Unsympathenliste an, aber trotzdem. Hasswolf konnte ich am Anfang auch nicht leiden, aber ich fand das mit Hasswolf, das war eine richtig gute Entwicklung. Weil der und Tsunamin hatten sich am Anfang halt einfach null zu sagen, aber die haben sich arrangiert und das war echt cool. Der Eferdi von der Seeadler von Beilung. Rizovic nicht Hauben, sondern Sturmtaucher. Genau. Haubentaucher. Der war furchtbar, aber ich würde sagen, dass er Boltax in die Hände geraten ist. Ihr habt ihn zum Weinen gebracht. Oh ja, ich glaube, er hat... vom Leib. Lass den armen Eferdi in Ruhe. Okay, drei sympathischste. Leatmon. Leatmon hatten wir schon gesagt. Ja. Dann, ich weiß nicht, ich denke, Avianna war ganz sympathisch. Also, ich mochte Avianna nicht so sehr wie ihr. Ich weiß nicht, ich fand sie jetzt nicht so furchtbar vielschichtig oder so, aber sie war nett. Ich fand sie belanglos. Ja, super blass. Ein bisschen, ja. Sie war halt da, weil wir jemanden brauchten, der konnte, was sie kann, was sie vermutlich zum realistischsten NSC auf dem ganzen Boot macht. Angrosch Minja.
Leute. Den Baron auf Dings fürs Boot hier. Lass erstmal Cemal ihre Nummer 3 aufstellen. Also Angroschminia finde ich tatsächlich auch sehr sympathisch. Und wer mir jetzt gerade noch einfällt, ist Sybia Alnabab. Ich persönlich finde die cool. Weil, naja, das ist irgendwie... Es ist eine mächtige Frau, die aber nicht irgendwie so in diesen... Sie ist nicht sexy oder so, sondern sie ist ja schon relativ alt, also eher so eine Großmutter. Aber ich mochte die Gespräche mit ihr. Und Kanizidiana, den mochte ich auch irgendwie. Der Erzmagier war auch cool. Er rangiert nur im Mittelfeld, aber ich möchte an dieser Stelle einmal der Ehre halber... Den Knüppler. Gott im Himmel. Melvin von Störrebrand erwähnen. Okay. Mit dem hatte ich nicht so viel nicht von, zu tun. Nur Melvin Störrebrand. Nicht von, noch nicht. Mit dem hatte ich nicht so viel zu tun. Ich glaube, das war eher so vor meiner Zeit. Dexter fucking Nemrod. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr verwechselt hier irgendwie coole NSCs mit sympathisch. Ja, deswegen habe ich nämlich Avianda genannt, weil Avianda ist jetzt nicht der coolste NSC aller Zeiten, aber sympathisch war sie schon. Ich glaube, erstmal, Melvin war nice zu uns. Was willst du? Und zweitens, ich glaube, du verwechselst Angenbruch mit Nemrod. Nemrod war super. Ja, da vielleicht erinnere ich mich falsch, das ist möglich. Ich würde den Baron auf der Seeadler von Beilo nominieren, den ersten Offizier. Wilbur Komplex. Wilbur Komplex hat mir hier Jana was für angepisst. Fand ich gut. Sympathisch. Wer war denn sympathisch? Naja, der Itzkok vom See. Ja, auf jeden Fall. Außerdem, ja, ich bin auf jeden Fall auch bei Leonmann dabei. Also mit Hitzcock hatte ich nichts zu tun, aber der war sympathisch. Vor allem der Alte. Mhm. Mit dem haben wir immer schön Kuchen gegessen. Walner Hitzcock. Außerdem hier der Markgraf von Barung. Ja. Von Barung meine ich. Der leider so vergessbar ist, dass ich ihn vergessen habe. Top und sympathisch fand ich den Obermagier, den Erzmagier aus Fasar, Tomek Aterion. Ein super Arschloch. Das stimmt, so wie Frosty den da dargestellt hat, der war echt arschig. Es ist on brand, denke ich. Ich weiß noch immer noch nicht, warum er so unmotiviert in Gareth. Hallo. Hier, Yasafar. Yeah. Oh ja, Yasafar ist toll. Den hätte ich ganz vergessen. Gut, dass er dir noch einfällt. Der Zwergkönig, selber. Ja, natürlich. Und sein Stellvertreter, der Hochkönig und der oberste Richter. Die beiden Brüder. Das Lachen, wenn der Zwergenkönig einen Witz macht. Gehen wir weiter. Joker 44. Welcher Heptarch löste bei euch den meisten Hass aus? Oh, das müssen wir qualifizieren, denke ich. Wer will zuerst? Ich fange einfach mal an. Rein lore-technisch gesehen, natürlich Rassasor, weil ne, Zwerg und Drache. Dass da der Hass vorprogrammiert ist, ist irgendwie klar. Als Spieler fand ich Rassasor gar nicht so schlimm. Da haben mich andere Heptarchen mehr genervt. Ich muss da tatsächlich sagen, den ich persönlich als Spieler am nervigsten finde, hat in der ganzen Kampagne überhaupt nichts zu tun. Hier steht nicht am nervigsten. Achso, am meisten Hass. Die olle Eishexe im Süden. Ich hasse Glorana. Sogar das ist die Eishexe im Süden? Im Norden. Ja. So, ja. Ich wollte gerade sagen, aus welcher Perspektive sprichst du jetzt? Hallo Padona, wie bist du in den Kanal gekommen? Ja. Olbrock, wie sieht es bei dir aus? Hafax nervt mich am meisten. Wir haben zwar nicht so viel zu schaffen mit ihm, aber an den kommt man am wenigsten ran, ist am fähigsten, behaupte ich jetzt mal, und wir können am wenigsten gegen ihn tun. Okay. War da nicht noch diese Rechnung, dass Hafax mit 50 leibeigenen Bauern auf einem Feld in der Lage ist, die Panthergarde zu verdreschen, nach Schemmel zu regeln? Nicht so richtig. Wie sieht's bei dir aus? Ehrlich gesagt, ich so wirklich hassen tue ich keinen der Heptarchen. Ich meine, ich war Rassasor, ich war die Miona und ich war beide gern. Du warst doch eine Sphinx unter Fasar. Oh ja, auch das war sehr, sehr episch, aber wir sind ja gerade bei den Heptarchen. Ja, klar, also für Zulamin ist natürlich das, was die Miona gemacht hat, am übelsten. Aber
Xeran war so ein richtig mickriger Wurm. Also, wenn man jetzt statt Hass Verachtung sagt, dann würde ich sagen Xeran. Aber es ist so wirklich starke Gefühle, keine Ahnung. Ich würde sie eher nach Coolness ranken und bei Coolness rangieren natürlich Drachen sehr weit oben. Ja, aber untote Drachen ziehen da wieder Punkte in der B-Note ab. Ich bin entsetzt, dass keiner von euch die objektiv richtige Antwort, nämlich Galotta, genannt hat. Galottchen ist nämlich mit Abstand der fieseste von allen. Außerdem der am besten charakterisierte, muss man sagen. Ja, wahrscheinlich. Aber was hat er so gemacht, was ihn hassenswert macht? Er hat Jorgomak gebaut. Warst du da? Er hat schlecht getanzt. Er hat Jorgomak gebaut. Er hat in Bramak studiert, das reicht ja schon. Hätte er mal tanzen gesteigert. Sagte der Brabacker. Er hat mit Nahima hantiert. Allein das disqualifiziert ihn doch schon. Gut. Aber ansonsten, ich glaube, Dimiona hat die Erzsünde des den Spielern ein Schnippchen schlagen begangen. Das darfst du als Fiesling nie tun, weil dann bist du ganz oben auf der Abschussliste. Egal wie unwichtig und unimportant du bist. Das fand ich aber mega cool eigentlich. Right, aber also, sobald du den Spielern irgendwie von der Schippe springst, die hassen dich. Ist genauso, wenn du ihren Shit stiehlst. Ist egal, wie unwichtig es ist. Wenn du ihren Shit stiehlst, bist du erledigt als NSC. Ich denke, wir haben vier Meinungen gesammelt. Gehen wir zum nächsten? Ja. Boom, Schakalaka. Delta Hedron fragt: Dinge wie der Wechsel zwischen den Gildenpakte und Entrückungen, hat sich das jemals irgendwie so ergeben oder war das ein Stück weit Wunsch des Spielers? Ich werde hier mein Vorrecht als desjenigen, der zwei von dreien hatte, geltend machen und anfangen. Solche Dinge passieren nicht spontan. Ich denke, es ist gutes Spielleiting, Game Mastering, wie auch immer, solche Dinge nicht einfach aus dem Schrank zu haben, wenn du halt eine Runde hast, in der Charaktere lange sind, wo die Erwartung ist, dass Charaktere lange da sind, right? Wenn du jetzt irgendwie irgendeine OSA-Runde spielst, wo du sowieso hinter jeder Tür verrecken kannst, das ist was anderes. Aber wir haben bei allem, glaube ich, zumindest kurz vorher drüber gesprochen. Ich weiß, bei Jarlans Umweihe haben wir lange vorher drüber diskutiert, wie das nun aussehen wird und wie das zu sein hat. Und hast du nicht gesehen, dann musste auch AP umverteilt werden. Während bei der Entrückung hat irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, wer hat gesagt, wäre doch cool, wenn Jarlan jetzt einfach ins Licht geht. Ich habe gesagt, ich habe 92 Punkte Entrückung oder so. Hat jemand gesagt, ja, bei 100 wirst du zu Licht. Habe ich gesagt, Auf und aus wurde das über die Woche irgendwie kurz abgesprochen. Haben wir gesagt, ja, geil, machen wir. Ja, also da war über die Woche noch wahnsinnig viel Aktivität und wir haben alles Wenn und Aber überlegt und... Right. Schoko hatte das gesagt. Ich glaube, ja. Aber mir, wie war das bei den Gildenwechseln? Du hast ja mehr als einen hinter dir. Also von der weißen zur grauen Gilde war ein Wunsch von mir, weil die weiße Gilde ist A, kacke. Gib's zu, du wolltest mal als stolzer Horasia deiner Heimatakademie folgen. Restriktiv, Ja, das ist eigentlich nur ein Nachteil, wenn du in der weißen Gilde bist. Also, von der grauen zur schwarzen Gilde hat sich so schleichend ergeben, so über die Zeit über. Und dann habe ich auch ein wenig als Spieler oder als Charakter ein wenig naiv gehandelt, indem ich einfach die Seelenüberreste einfach so der Brabaka-Spektralität in die Hand gedrückt habe. Das war natürlich dämlich, aber irgendwie war doch lustig. Und dadurch kam, wir haben natürlich vorher geredet mit Frosty und haben gedacht, okay, Schwarzmagier sind doch cool eigentlich. Ist halt manchmal schwer, in bestimmten Gruppen Schwarzmagier zu spielen, also insofern. Außerdem hatten wir das ja dann als epische Verhandlung abgetan. Das war cool. Das stimmt, die Gerichtsprozesse, die waren immer sehr cool. Wir hatten zwei langatmige Verhandlungen in dieser Gruppe. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Die Abfackelverhandlung vom Waisenhaus und die... Ja, genau. Hage ist leider nicht da, um euch zu berichten, aber der Pakt war natürlich von langer, nicht von langer hat geplant, aber der Pakt war natürlich auch von langer hat geplant, glaube ich. Ich glaube, wir haben da lange drüber gesprochen. Ja, also es ist jetzt nicht so, als hätten wir das dann ein halbes Jahr daraufhin zugesteuert, aber wir haben drüber gesprochen. Oh, ich möchte einen ganz, ganz weiten Bogen in die Vergangenheit schlagen. Ephadaios Pakt war nicht geplant. Der stand da und Charybdoroth sagte, ein Leben für ein Leben. Und vorhin war halt dieser Seemann. Und die Idee halt war halt, dass er sich hier den Minderpakt holen kann und diesen Seemann abmurkst. Oder dass er einfach Nein sagt und dann seinen Freunden beim vielleicht oder vielleicht auch nicht sterben zuschauen muss. Und stattdessen hat er sich irgendwie selbst abgemurkst. Und dann war das so. Mhm. Aber sowas kann passieren. Irgendwie so
du bist in der Situation und der Spieler hat einen Plan, aber du checkst es nicht und naja, gut. Deswegen sind meine Runden die besten, denn ich habe nie einen Plan. Aber und ja, wo das hinführt, wissen wir ja. Ja, bekommen hat sie eben am Ende nicht. Auch ich glaube, Jalen ist in seine Weihe auch eher reingerutscht. Ich habe irgendwann gesagt, ich würde gerne zum Bandstrahl gehen. Und ab da ist man ja so auf einer Schiene. Aber du musstest doch da irgendeinen Minderpakt abbauen, oder? Dann hast du dich ewig und drei Tage gegeißelt. Plötzlich warst du beim Bandstrahl und naja, wie sagt man's? Also da war ein Zeitsprung zwischen. Ich hätte nicht gemusst. Ich hätte den Minderpakt behalten können oder ihn durch ihre Willenskraft brechen, right? Das erschien mir nur interessant. Und wenn du schon beim Bandstrahl bist, bist du ja irgendwie auf dem Fast-Track zur Gewaltenschaft. Also als Spieler, nicht als normaler Bandstrahler. Normale Bandstrahler sind ja nicht Gewalt. Right. Ich glaube, das sind alle signifikanten Dinge gewesen. Gehen wir weiter? Oder hat jemand noch was? Ja, also ich würde das Ganze tatsächlich nochmal mit dem Plädoyer beschließen. Macht sowas nicht einfach mit Spielercharakteren. Nee. Weil, wenn ihr eine stabile Gruppe haben wollt, dann klärt sowas ab. Also ich möchte da das vorsichtigere Plädoyer dranhängen von hängt von eurem Gruppenstil ab. Selbst Minderpakte sind eine Sache, mit der man vorsichtig umgehen sollte und die man nicht für alles verteilen sollte. Minderpakte sollte man nicht für alles verteilen, aber Minderpakte würde ich als Spieler da sehr zwanglos verteilen, wenn es dann angemessen ist. Weil den wirst du ja auch wieder los. Aber wir machen hier keinen Podcast draus, deswegen gehen wir weiter. Nochmal von Nona an Obelmeier. Nachdem dich die Institutionen der Magiergilden öftermals mit Füßen getreten haben, wäre langfristig eine Karriere als gildenloser Lehrmeister denkbar. Was soll er dem denn beibringen? Kochen, sticken, Taschentuch falten? Vor allem gildenlos ganz beschissen, weil da hast du überhaupt keinen Schutz durch keine Gilde und dann bist du freiwillig, könnte man sagen. Langfristig wird auch schwierig. Ich denke, nach Bahamuts Ruf sind wir wahrscheinlich alle tot. Ich muss auch gerade sagen, langfristige Karriere kann ich mir für Abel mir so oder so nicht vorstellen. Die Frage kommt auch noch, ich weiß aber nicht, ob als nächstes. Frage beantwortet, oder? Ich denke schon. Möchtest du noch weiter ausführen? Nein? Okay, dann nochmal von Nona an Diamantis. Gibt es pakttechnisch schon einen Exitplan oder ist das all in or nothing? Wir haben ihn nicht hier und wir wissen es nicht, aber ich möchte einfach mal in den Raum werden. Hast du diesen Gurgulum gesehen? Ich glaube nicht, dass es hier eine Exit-Strategie gibt. Ich glaube, wir spoilern hier einfach nicht, selbst wenn wir was wüssten, und gehen zur nächsten Frage? Genau. Anderer Film, der auch nicht hier ist, Asche auf sein Haupt. Es ist eher eine Metafrage. Was würdest du mit Diamantis anstellen, falls er einen Pakt eingehen sollte? Ich erinnere mich nämlich an eine Warnung, die du mal in die Gruppe ausgesprochen hast, Grinse-Smiley. Tja, ich denke, das werden wir irgendwann herausfinden. Ja, ich weiß auch nicht, warum du eine solche Frage stellen solltest. Die erscheint mir sehr hypothetisch und überhaupt nicht angemessen. Ist doch relativ klar, da gibt's mächtig auf die Fresse. Dann gehen wir da hin und dann hauen wir ihm richtig hart aufs Maul. Weil er macht, egal. Weiter im Text. Tigerzaun fragt, wie steht ihr zu Minderpakten? Hat sich eure Ansicht dazu geändert? Untertitel, der normale Aventurier verdammt sie, aber ihr seid bereits mit einigen Leuten zusammengestoßen, die sie zum Beispiel auch gegen ihre Donatoren genutzt haben. Warte, ich möchte Minderpakte. Du bist cute. Wir sind mittlerweile bei Vollpakten angekommen. Mal bei einem. Das stimmt, aber ich glaube, dass sich tatsächlich unsere Ansicht zu Pakten durchaus geändert hat. Also zumindest bei Zulamin durch den Besuch in Yarkesh hat sich da viel getan, weil sie da halt gesehen hat, ja okay, das sind Paktierer, aber eigentlich ist der ihr Ziel, den Erzdämon auf Distanz zu halten und die Menschen zu beschützen. Also sie hat da, glaube ich, kapiert, dass es Paktierer mit den besten Absichten gibt. Und man muss ja dazu sagen, in unserer Gruppe hatte jeder gefühlt schon mal einen Minderpakt angehängt bekommen und wir haben es alle irgendwie gepackt. Right. Du hörst ihn auch nicht. Diamantis, der Quakiara ist auch nicht. Auf ihm auch nicht. Ich habe mich mal an dieser Dornenpeitsche gestochen. Das war in Mendena. Da war es mal relativ heikel. Da hat doch dann Isarun diesen Exorzismus gemacht, aber das ist nicht in den Minderpakt gemündet. Genau, also ich hatte keinen regeltechnischen Minderpakt, weil ich keine AP dafür bekommen habe. Das war, als ich in Mendena in dem Goldenen Haus die ewige Flamme angefasst habe, beziehungsweise geborgen habe, weil meine Geiz getriggert ist.
warum auch immer das geizig ist. Also es wäre ja eigentlich eher Goldgier gewesen, aber dann hatte ich halt, richtig, dann hatte ich halt für eine gewisse Zeit höhere Geiz. Ja. Also es hat im Endeffekt keinen Ausschlag gegeben, weil es war regeltechnisch kein Minderpakt. Frosty hat es so dargestellt, aber es war dann auch schnell wieder weg. Weil die haben einfach das Ding ohne zu zögern genommen. Nicht, weil er den Minderpakt brauchte, sondern weil er das Teriak brauchte und es halt nur ein Paket kam. Ja, und dann warst du Gloranas glorreicher Streiter. Daru, du meinst im Pakt, Kehl. Immerhin hast du hübsche weiße Pferde bekommen. Mona fragt, Serpentilius, die Wiederlangung eines jüngeren Körpers antlitz ist anders deiner Ziele. Ja, ist tatsächlich Teil seiner Prinzipientreue. Seiner eher niedrig angesetzten Prinzipientreue, dann war so bad ist das nicht. Aber der schmeißt sich auf alles drauf, was irgendwie Altersumkehr verspricht. Wir sind natürlich in einer Kampagnenphase, in der man da keinen riesengroßen B-Plot mehr draus strickt, wie wir es mit Jalan früher noch gemacht hatten, aber es ist irgendwo im Hintergrund des Charakters, schwimmt es herum. Hat ihr da was zu sagen, May, oder? Ich weiß nicht, ich mag Serpentilio eigentlich ganz gerne mit seiner Gebrechlichkeit. Ich finde, das hat ein paar schöne Szenen gegeben, aber naja, wenn er es irgendwann hinkriegt, naja. Da wird das sicher auch interessant. Es wirft natürlich auch Fragen auf, wie er plötzlich jünger geworden ist. Dann wird er dir ganz genau sagen, wie. Dann wird er stolz drauf sein. Ja, hier, pack mal. Was? Menschen werden jünger? Na gut, von mir aus. Das ist eine Benjamin Button-Situation ist. und irgendwann blastet er dann Darian Palligan als Säugling weg. So mit einem. Mit einer Rasse. Mit einem Kraftspeicher im Schnuller. Okay. Ernsthaft. Nona fragt immer noch, hat einer von euch Helden einen Kinderwunsch? Was heißt Wunsch? Naja, Boltax will 8 Länge, aber nur mit der richtigen Dame. Schwierig, da selten zu Hause. Ja, und Damen wollen Boltax nicht. So. Das ist nicht richtig, ich heirate ja bald. Ja. Dann Jalan hat Zwillinge? Jalan hat Zwillinge. Beide gewollt. Zulamin will keine Kinder. Ja, und Abelmir ist selten zu Hause. Irgendwie treibt sich immer in der Welt rum. Warum auch immer. Und Rafim adoptiert irgendwann. Delta Hedron fragt, denkst du, dass du nach der Geschichte noch lebst? Falls ja, gibt es Pläne für die Zeit nach den Heptarchen? 8 Länge. Wir sagen jetzt einfach mal alle im Chor, nein. Also ich will nicht sagen, dass ich da fertig wieder rauskommen sehe, aber ich sehe ihn da rauskommen. Ich sehe ihn rauskommen, aber dann in der Wüste umsterben. Aber das wiederum ist wahrscheinlich. Wieso in der Wüste? Er steht dann auf irgendeinem nomadischen Basar und fragt, spiele ich dir eine Ressar? Ur-Tulamidia vielleicht? Altes Imperiali? Nein? Jetzt schon wie diese Szene aus Indiana Jones. Voltags 8 Länge. Glaubst du, kommst raus? Du kannst bei der Dämonenarche aus nicht durchs Reise durchs Erdreich machen. Das ist mir schon bewusst, aber ich habe sowieso einen anderen Plan. Wir werden ja hoffentlich noch den Schlüssel des Wassers bekommen. Und wir erinnern uns, oder auch nicht, wie das in Simjala geendet ist, als der Schlüssel oder einer der elementaren Schlüssel das letzte Mal verwendet worden ist. Ähnlich wie der rote Pfeil möchte Boltax das auch machen. Du willst das jetzt nicht ausführen, oder? Falls das nein, spielt? Richtig. Aus Spoilergründen möchte ich das nicht tun. Aber, alles klar. Aber Boltax wird am Ende richtig fett zu einem Elementarwesen des Wassers, glaube ich. Ich meine, sein Bruder ist auch schon ein Elementargeist des Wassers. Jetzt kann Boltax zum elementaren Meister werden. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Dolomit kommt nicht raus, oder? Ich plane eine völlige Umkehr des Plots irgendwie. Ich verschabe den Splitter von Charybdorot an Iriaba. Kriegt dafür einen Sessel in seiner schwarzen Bibliothek. Punkt. Interessante metaphysische Frage. Können Erzdämonen die Splitter anderer Erzdämonen überhaupt direkt beeinflussen? Keine Ahnung. Ja. Haben. Auch Praios sein Spiegelschwert geklaut. Ey, also ist ja auch kein Splitter der Dämonenkrone. Die Dämonenkrone wurde ja speziell zur Herrschaft über die Erzdämonen oder über zumindest die dämonischen Sphären erschaffen. Von daher, es könnte sein, dass die da in Wahrheit gar nicht dran packen können. Aber ist nicht so wichtig, denn wir werden es niemals erfahren. Tsunami kommt nicht raus, oder? Nie im Leben. Also, sie hat auf jeden Fall nicht die Möglichkeiten von euch Magiern. Ihr könnt euch immer noch transversalisieren. Sowas hat sie nicht. Ich habe das Gefühl, dass der nähere Limbus um die Plagenbringer herum ein bisschen unbequem sein wird, was den Transversalis angeht.
Ja, also sie hat jedenfalls nicht wirklich Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, ich sehe Rafim definitiv beim Märtyrertod. Also kann sein, dass die dann gemeinsam in den Tod gehen. Sollte sie aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen doch überleben. Midas. Ich habe mich mit der Vorstellung angefreundet, dass sie Hüterin des siebten Schleiers werden könnte. Also es gibt da einen NSC in der Dornenreich-Box, das ist eine Raya-Geweihte, die ist Sultana von Elburum und Hüterin des siebten Schleiers. Und ich weiß nicht, es wäre ein Job für Zudamin. Aber wie gesagt, ich rechne eigentlich nicht damit, dass sie überlebt. Und wenn ihr am dritten Tage nach Osten schaut, wird Yalan mit der aufgehenden Morgenröte ankommen und... Dann gibt es den Lanzenreiter an. Richtig. Auf dem Strauß. Und irgendjemand vom Strauß aus, vom Schnabel mir aus, umlanzen, den er von Voltax geerbt hat. Es Postum. Wird wunderschön. Und dir, Yalan, vermache ich den guten Schnabel mir. Er war mir immer ein treues Reich. Wir wissen es nicht. Und das Allerschlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir einfach auf dem Cliffhanger enden. So, right. Bonusfrage. 5 Punkte für den Ersten, der den Buzzer drückt. Ist Bisfravol immer noch in Yalans Inventar? Nein, er hat kein Inventar mehr, da wo er jetzt ist. Ich mache jetzt live, ich glaube, ihr seht den Stream gerade nicht, ich mache jetzt live die Heldensoftware auf. Und dann schaue ich jetzt live in Yalans letzten Charakterbogen mit 22.620 AP, by the way. Und wir schauen mal hier ins Inventar. Und wir haben... Es steht noch drin! Und er wird nie wieder gelöscht. Tobi Mora, Falbe, Bisfrabul. Sehr schön, dann hätten wir das auch geklärt. Kann ihn leider nicht in die Aufnahme, also den Charakterbogen leider nicht in die Aufnahme spiegeln, ohne Blödsinn zu verursachen. Du kannst ihn mir hinterher schicken, ich kann einen Screenshot in das Video einbauen. So, ja, er ist immer noch drin. Der arme Bisfrabul. Er hat nichts getan, der arme Magnus. Er wurde leider gefressen von der Ocean-Ogern. Und das lässt auch die Dinger rumstehen in der Stadt, Mensch. Das ist unglaublich. Ich habe ihn nicht rumstehen lassen, ich habe ihn angeboten. Er hat euch vertraut. Ich habe mich auf euch verlassen. Der erste Fehler. Ich wurde verlassen. Dass ich damals nicht sofort am Lackerrad zerfallen bin, ist auch alles. Du weißt, ich habe ein besonderes Verhältnis zu Pferden. Moment, wer war denn das? Das war Kiaras. Ja, das war Kiaras. Bisfrabul war Kiaras. Nein, nein, warte, das war nicht Kiaras, das war what's his name? Der Magier. What's his name? Iolaos. Iolaos. Ja, das also nicht absichtlich oder so, aber ja, ich glaube, das hat er verbockt. Aber es war auch fies. Also aber ich bekam auch immerhin die Szene, wo ich dann den Gräum schütteln konnte und sagte, Gräumix, wo ist mein Geld? Und so war Yalans Hass gegen Grolme geboren. Exakt da hat es angefangen. Traumatische Kindheitserlebnisse. Okay, dies waren eure Zuhörerfragen. Wenn ihr noch mehr habt, wir sind selbstverständlich immer über die üblichen Kanäle erreichbar. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und verabschieden uns bis zur nächsten Sendung. Macht's gut. Tschüss. Haut weg.